Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zurück in Final Fantasy 14. So wie in meinen Streams angekündigt, solltet ihr nicht wissen, auf Twitch streame ich, ja, deswegen auf Twitch follow nicht vergessen. Wie ich angekündigt habe, möchte ich ein bisschen was zum Handwerk sagen und auch wie es weitergeht, denn was ist passiert? Ich versuche ein bisschen zusammenzufassen für die Leute, die vielleicht neu sind, auch in Final Fantasy 14. Wir hatten ein Crafting-System eigentlich fast unverändert seit 2.0. Wir hatten dann einmal so ein Spezialistensystem dazu bekommen. Das sollte dafür sein, sollte jemand kein Omnicrafter sein, also nicht jede Crafter-Klasse auf demselben Max-Level zu haben. Ja, Omniclass war immer, Omnicraften immer, ja, alle 8 Stück auf Max-Level, um diese ganzen Cross-Kills auch benutzen zu können. Die gab es bei 15, 37 und 50. Und die Rezepte waren früher auch so, dass es eigentlich zu Run Reborn sehr RNG-lastig war. Das heißt, man hatte sehr viele hastige Veredelungen drinnen. Man war sehr abhängig von einem Gut oder auch ob RNG einem gnädig ist, ob eben der Craft durchgeht oder nicht. Vor allem bei den Qualitätsschritten war es immer sehr RNG-abhängig. Für mich war hier dieses Crafting-System eigentlich so dieses schwere System. Man konnte nicht wirklich viel Makros machen. Man musste denken, was man macht. Ja, also man konnte nur vielleicht einen Teil makron, aber ob jetzt ein Craft dann gut geht und so weiter, musste man selber gucken. Also es war nicht möglich, Makro zu craften. Was ist dann passiert? Das System, es wurde in der Zeit natürlich auch verändert. Es wurde meist eigentlich ein bisschen leichter gemacht aus Erfahrung, kann ich nur sagen. Denn wir kamen so weit eben, dass man es wirklich komplett mit Makro craften konnte. Das heißt also, ich habe meistens 2 Makros gebraucht, um irgendwas fertigzustellen. Natürlich immer noch für Omni-Crafter, das heißt, ich brauchte natürlich auch diese Cross-Skills und so weiter. Konnte mir mein Gear eigentlich, musste ich mir halt meistens irgendwie relativ hoch melden, damit ich es craften konnte. Und zuletzt war die Situation ja so, dass ich mit fast keinen Overmeld, so wie in meinem Fall, mit einem Makro, also nicht mehr zweiteiligen, sondern einem einteiligen Makro, so craften konnte, dass das Ding fertig wird und auch in HQ fertig wird. Also waren wir so weit, dass wir mit einem Ein-Makro-Button craften konnten. Jetzt ist so, was hat sich geändert für die, die jetzt neu dabei sind vielleicht, wenn ich in meine Kommandoliste gucke, bei Kommandos die ganzen Cross-Skills sind weg. Also ich brauche jetzt nicht mehr jeden Job, sondern wenn ich einen Job habe, reicht's. Der kann das dann genauso. Was genauso geändert wurde, die Spezialisten. Spezialisten gibt es, glaube ich, nur mal ein einziges Kommando. Ich war selbst nie Spezialisten-Crafter. Ich kann nochmal umsteigen, kurz mal auf meinen Weber, denn der ist nämlich Spezialist. Und hier, wenn wir gucken, haben wir nur mehr einen Spezialist. Ja, also hier, das wurde eigentlich komplett rausgenommen. Hier sage ich, das ist okay, denn man hat dieses Spezialistenprogramm, nenne es wenn man so, probiert. Es wurde aber nicht wirklich angenommen. Also von mir wurde es nicht angenommen, worüber ich mich freue halt. Oder die Spezialisten sind einzig über den Kristall, weil da habe ich 20 Kunstfertigkeit und 20 Kontrolle und 15 HP mehr. Ja, die 15 HP sind nämlich auch neu. Also hier, das ist das einzige Goodie. Brauche ich nichts melden. Ja, also das ist der einzige Vorteil, den ich jetzt noch habe. Die Kommandos sind jetzt so verändert worden auch, dass die ruhige Hand zum Beispiel komplett weggekommen ist. Das war früher ein Kreuzkommando eben, ein übergreifendes. Was heißt das zur Folge? Dass wir jetzt diese ganz normalen Kommandos wie eine Bearbeiten, eine Veredelung immer 100%ig haben. Auch die höheren sowie solide Veredelungen jetzt 100%. Das wirklich, so wie Bayergott 100% hat, hier brauchte man immer früher eine ruhige Hand und so weiter. Also hier, das wurde verändert. Ob es jetzt gut ist oder nicht, ich sei dahingestellt, ich sag's ganz ehrlich, ich sehe es mittlerweile sehr wertfrei, denn so wie ich in meinem Stream auch gesagt habe, es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder man lebt damit, ja, oder man hört auf. Ja, es gibt nur diese 2 Möglichkeiten. Wie sieht das jetzt aus? Dem Verhältnis, denn wir haben jetzt so einen Commander bekommen, wie eben diese flinke Hand, wo ich auch gesagt habe, ah, oh, das ist der Wahnsinn, also kann eigentlich jetzt jeder bis zu die 4 Sterne in 70
den drücken, als erstes Kommando hat 100% Erfolgswahrscheinlichkeit bei 100% Qualität und es funktioniert, ja. Was hat sich geändert? Nicht wirklich viel, glaube ich, denn ich konnte es vorher mit einem Makro craften. Da muss ich einmal drücken, also jetzt muss ich hier einmal drücken und gucken, dass ich es noch fertig bekomme. Oder Makro schreiben, ja, also muss ich auch jetzt wieder einmal drücken. Also das Verhältnis hat sich nicht wirklich geändert, ja. Wo ich jedoch den Fehler natürlich sehe, wir wollten es immer schwieriger haben. Der erste Fehler war aber, dass man diese Makros zugelassen hat und der zweite Fehler. Und das finde ich halt hier, was ich sehr heftig finde, ist, wenn wir bis Level 70 gucken bei den Kommandos, haben wir die 50% Max-Qualität als Start, ja, man sieht es eh. Und ab 71 haben wir dazu bekommen, eben, dass wir 75 Max gehen können. Also, ich kann es jetzt so weit anfühlen mit Haku-Material, dass ich eigentlich schon bei 75 bin. Und was heißt das zufolge? Ich brauche natürlich auch weniger HP, weil ich ja Qualitätsschritte ja nicht brauche. Ist natürlich auch vereinfacht worden und jo. Das ist so dieses Gesamtbild. Ich habe es getestet bei den Wunschlieferungen. Ich stehe da daneben, ich will nur nicht reingehen. Hier bei diesen Kaishir Wunschlieferungen mit diesem neuen Kommando. Ja, geht wunderbar zu craften, wenn man 80 ist. Aber es ist auch okay, weil ich kriege das Kommando, wenn ich 80 bin. Und bis dahin, ja, kann ich halt alles bis 70 in Haku craften. Ja, okay. Das Marktbrett wird es uns nicht danken, aber es ist so, wie es ist. Ja, man hört es eh. Ist der Chais enttäuscht? Ja, nein, ich bin eher vielleicht traurig. Wer enttäuscht, trifft jetzt wohl nicht so zu. Das, was ich natürlich, wo ich schon ein bisschen enttäuscht bin. Und hier müssen wir jetzt ein Thema ansprechen. Ich bekomme ja halt sehr, sehr viele Nachrichten. Also, wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel aufmache, ich mache jetzt gerade mein YouTube auf. Denn natürlich, mich gibt's im für Final Fantasy, und da bin ich ehrlich, einfach für Craft und Handwerk. Ich bin kein Raider, ich bin auch keiner, der irgendwelche Klassen erklärt, wie man eine Klasse spielt, ja. Denn hier gibt es sicher viel mehr, viel bessere Leute als mich, ja. Aber wenn ich so zum Beispiel gucke, könntest du trotzdem noch ein Video zu den Handwerkern machen, wegen neuen Kommandos, den veränderten Makros und so weiter. Das heißt, man will es ja leichter machen oder der, oder kann man die Makros noch weiterhin verwenden? Sind einige Skills nicht mehr relevant, weil das war ein 2-Stern-Level 80, also aktuell? Nein, das funktioniert alles nicht mehr. Es ist so, dass kein einziges Video mehr von mir funktioniert. Denn sobald irgendeine ruhige Hand drinnen ist oder irgendetwas, funktioniert es halt nicht mehr. Und hier ist es halt doch schon so, das sind, glaube ich, 117 Handwerker und noch ein paar Sammlervideos oder sind es mehr? Ich habe jetzt nur so einen groben Überschlag gemacht, die nicht mehr gültig sind, deswegen nicht mehr geklickt werden sie, logischerweise, weil sie auftauchen, aber sie sind nicht mehr gültig. Und hier habe ich dann das Problem, ich kann sie aber nicht löschen, weil mich YouTube dafür bestrafen würde, dass es die bleiben outdated einfach auf YouTube liegen. Was mache ich aber jetzt? Ja, denn ihr seid jetzt sicher da, um zu erfahren, was macht der Charles jetzt? Hört er auf oder macht er weiter? Ja, und hierzu möchte ich euch jemanden neuen vorstellen, und zwar Neo Harfi. Neo Harfi ist übersetzt teilweise griechisch und arabisch. Neo ist griechisch für neu und Harfi ist arabisch für Handwerker. Das heißt also, ich werde einen neuen Handwerker machen. Neo hat Level 70 Paladin, ist soweit fertig, dass sie in Storm, in Shadowbringers steht, hat ihre Handwerker auf Level 1 und der Charles wird erneut mit einem Lehrling komplett bis Level 70 nochmal alles craften. Power Leveln wird euch zeigen, wie es funktioniert, denn wir haben ja doch neue Spieler. Und der Charles selbst, als der Mastercrafter, der auch bleiben wird, wird natürlich Level 80 dort weitermachen, wo sein Stand ist. Ich kann mit ihm natürlich nicht rückwirkend craften, das geht nicht, deswegen Neo, aber Charles, der wird in Zukunft eben alles weitere machen und Neo wird soweit innerhalb kürzester Zeit, so wie ich schon weiß, aufholen, wird euch beibringen, Mastercraften, trotz allem, auch wenn wir keine Großskills mehr haben, denn das Crafting-System an sich ist komplett anders, aber es besteht immer noch und jo, wir werden sehen, wie es der Neo Harfi geht. Begleitet sie, das wäre schön, auch wenn ihr vielleicht schon höher seid im Level,
Wäre trotzdem schön, wenn ihr guckt, wie es der Neo so ergeht. Ja, somit ich hoffe, das Video stimmt euch ein bisschen beruhigt, denn manche sind schon, ja, manche sehr unruhig, wie geht's weiter, kann jetzt nicht mehr craften, weil der Charles hört auf zu craften. Ja, nein, Neo wird nochmal von 0 bis 80 durchziehen, ja, am effizientesten, denke ich mal. Ich habe schon mit ihr angefangen gestern und sie hat schon mal 20 Level gemacht, ja, also ich kann euch beruhigen, die gibt auf jeden Fall Gas, sie kann es auf jeden Fall. Und der Charles, der wird sich mal angucken, was ist mit diesen ganzen hohen neuen Kommandos, wie sehen die Rezepte aus. Und da wird es halt in der nächsten Zeit Update-Videos zu den Crafts bei Level 80, 1 Stern, 2 Stern geben. Jo, somit ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Und Follow natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.